Hallöchen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz ohne Schablone ein Mini-Bömmelchen herstellen könnt. Dazu braucht ihr eine Schere, eine ausgemusterte Gabel, am besten eine mit vier Zinken, da sie eine goldene Mitte hat. Zuallererst und eure schneidet ihr ein großzügiges Stück von der Wolle ab und nimmt das Ganze doppelt. Achtet darauf, dass der Faden lang genug ist, denn den nehmt ihr auch später dazu, das Bömmelchen zu vernähen. Danach legt ihr diesen Faden in der Mitte der Gabel, nehmt den anderen Faden hinzu, also eure Wolle, und fangt dann an zu wickeln. Bei 50 Mal sieht man meistens noch den Vernähfaden, deswegen würde ich raten, so 70, 80 Mal zu wickeln. So, wenn ihr fertig seid, habt ihr einen richtig schönen dicken Knubbel auf der Gabel. Dann kappt ihr den Faden. So. Nehmt den Bindefaden von hinten nach vorne durch und verknotet das Ganze, und zwar so feste wie möglich. Danach könnt ihr das Ganze abziehen. Eure Schere hinzunehmen und die Schlaufen alle aufschneiden. Fertig ist euer Mini-Bömmelchen. Jetzt könnt ihr das Ganze natürlich noch ein bisschen in Form schneiden. Und fertig. Das Ganze passt natürlich super, wenn ihr zum Beispiel mit der Strickliesel eine Kordel gemacht habt und würdet das Ganze so draufsetzen. Einfarbig, mehrfarbig, wie auch immer. Oder für auf kleine Mützchen. Viel Spaß damit. Bye!